Thomas Kurz, Kommandant der Feuerwehr Frankenland 1. Vor 31 einen Alarm mit B4, das heißt Dachstuhlbrand mit eingeschlossener Person. Darauf wurden bei uns die Abteilungen Hoheim, Insinger, Bündelbach und die Abteilung Stadt alarmiert. Und an der Anfahrt haben wir gesehen, dass es sich um einen offenen Dachstuhlbrand handelt. Dementsprechend haben wir dann auch gleich die erste Maßnahme eingeleitet. Durch das, dass eine Person vermisst war, wurde natürlich auch sofort die Menschenrettung eingeleitet und die Trupps haben nach der Person gesucht. Wir waren insgesamt 50 Einsatzkräfte und 12 Fahrzeuge fort. Wir haben zwei Verletzten, einen Schwerverletzten, der oben in der Wohnung war, den wir noch retten konnten, einen Leichtverletzten, der Löschversuche gestartet hat und in der Wohnung wohnt hat und wie gesagt die Löschversuche machen wollte. Natürlich bei dem Einsatz war die Problematik der Menschenrettung, dass wir da natürlich die Personen suchten. Wir haben versucht, dann parallel einen Löschangriff zu starten, auch von außen. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber wir konnten dann auch von innen parallel Löschangriff und die Menschensuche fortsetzen, sodass es aus dieser Sicht eigentlich keine größeren Probleme gab. Wir konnten relativ schnell eine Wasserversorgung aufstellen, da wir auch ausreichend Kräfte vor Ort waren. Wir hatten genügend Atemschutzgeräteträger, sodass wir eine Atemschutzsammelstelle aufbauen konnten und immer auch Personal vor Ort hatten. Als Spezialfahrzeug vor Ort war der Abholbehälter Atemschutz von der